Yo, heute bauen wir einen Grill, aber so Grill alleine ist zu langweilig, deswegen dachten wir, wir bauen uns noch so eine Feuerplatte mit Grill und so außen noch so Holzablage. Ja, let's do this. Also wir brennen jetzt unsere Tonne auf die die Feuerplatte raufkommt, weil da sind meist noch so Ölreste und so drin. So, okay. Wir haben jetzt das Ganze noch ein bisschen mit Öl eingerieben. Und dabei entsteht dann so eine Art Patina, also ist sozusagen so eine angebrannte Ölschicht, ich weiß auch nicht genau. Und die schützt dann nachher das ganze Fleisch und was auch immer man darauf grillt vom Anbrennen. Also im Prinzip sind wir jetzt so mit den größten Teilen fertig. Jetzt kommen nur noch die Aufbewahrung für die Kohlen dann später und noch diese Platte ein bisschen erhöht. Und dann sind wir schon fertig. Die Tonne, da sollen ja die Kohlen rein. Da habe ich jetzt aus diesem Ring, der aus der Feuerplatte rausgeschnitten wurde, noch so Restteile. Die schweiße ich hier rein. Da lege ich dann das Netz drauf und da kommen dann theoretisch die Kohlen rauf. Und dann kann nämlich, wenn die Kohlen abbrennen und die Asche ist, die kann dann nämlich super darunter fallen. Das war nämlich mein cooler Plan dabei. Und das machen wir jetzt. Wenn du da reinguckst, dann durch die Kamera, dann hast du glaube ich auch ein Problem. Halt außen schon noch eine ganz schön große Lücke. Jetzt auch mal mitdenken können, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Die Tonne ist jetzt quasi fertig. Wir haben hier Füße ran gemacht. Wir haben das Gitter, wo die Kohlen drauf kommen, hier reingemacht. Haben die noch mal kurz gekürzt. Luftlöcher machen wir sicher noch ein paar rein. Jetzt kommt jetzt hier die Abstandshalter rauf, die Julius gerade fertig geflext hat. Platte rauf und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Achso, passend zu meinen Schuhen. Ey, das ist gut geschwert. Ja, aber da hat das Ding gefehlt und ich wollte jetzt nicht voll in diese Dinger reingreifen. Ist doch ein bisschen schwer. Hey, ah! Ja, genau das wollte ich nicht vermeiden. Guck rein. Ja, wir machen jetzt hier diese komischen Abstandsteile für die von Platte. Von mir? Aber warum nicht von mir? Mann, der Riese doch gerade erklärt was. Da kannst du nicht. Ja, ist doch so. Kannst du auch normal erklären. Ich kenne dich schon mal. Hoho. Aber theoretisch ja, ist schon nice, oder so? Dann die Platte hier so rauf. Und im Prinzip war es das auch. Hat er gut gesagt. Ihr seid so wundervoll, Jungs. Warum eigentlich? Ich glaube schon. Nervt das gerade, das ist hier ein bisschen. Ey, das sieht ja mega geil aus, meine Freunde der Sonne. Holy shit. Alter, das sieht richtig professionell aus. Ich was, auch. Was mit euch passiert eigentlich? Seit wann so professionell das ist unterwegs? Der YouTube-Fame. Hm. Kann ich mal eine Frage stellen? Nee. Ja, was? Dieser Cord ist ja. Da ist ja eine speziellen Lackierung überzogen, ne? Ja. Wenn die jetzt heiß wird und dann die giftigen Dämpfe davon aufsteigen. Warum machst du das? Damit die Lackierung davon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, wie gesagt, der Fail. Er ist so nicht. Ist alles gut. Ist alles gut. Fertig mit dem Ding. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, folgt uns auf Instagram. Pause.